herzlich willkommen, Siegfried Steinkugler. Wir haben soeben das Ende deiner Komposition Tres Alfombras Microtonalis gehört. Du schreibst als Komponist für Orchester, Kammermusik und Ensembles und soviel ich weiß, gerne und erfolgreich Bühnenmusik. Ja, genau. Ich habe soeben einen Kompositionsauftrag für eine Kammeroper erhalten zum Thema Umwelt und das freut mich sehr und das wird mich auch eine Weile beschäftigen. Zudem ist es dir auch ein großes Anliegen, Musik zu vermitteln und zu unterrichten. Dazu hast du auch immer wieder eigene neue Ansätze entwickelt. Manche deiner Stücke für den Unterricht sind sogar mikrotonal. Wäre die Behauptung zulässig, dass du in dieser Weise Neuland betrittst? Ich denke ja. Was den elementaren Musikschulbereich betrifft, ist das etwas Neues. Bisher wurden mikrotonale Werke immer nur von Spezialisten oder zumindest von ausgebildeten Spielern gespielt. Meine mikrotonalen Stücke können schon von Schülern im vierten Lernjahr gespielt werden. Sie sind auch schon erfolgreich gespielt worden bei Jugendmusikwettbewerben und sie sind bei der Universaledition Wien verlegt. Mikrotonalität bedeutet ja das bewusste Einsetzen von Zwischentönen in unsere chromatische Tonleiter. Ist es nicht zu schwierig für Anfänger, die gerade dabei sind, Halb- und Ganztöne zu lernen, dazu noch die Zwischentöne einzufügen? Und können Schüler überhaupt beispielsweise Vierteltöne hören? Vierteltöne sicher. Schon alleine deswegen, weil der Viertelton das größtmögliche Mikrointervall ist. Anfangs bereitet es übrigens schon alleine Schwierigkeiten zu hören, ob ein Ton zu hoch oder zu tief ist. Das will eben alles gelernt sein. Das Gehirn muss sich die jeweiligen Mikrointervalle erst zurechtlegen. Umso wichtiger ist, dass mit diesen Dingen sehr früh begonnen wird oder so früh wie möglich begonnen wird. Ja, und ganz von Anfang an kann man natürlich mit dem Spiel von Mikrointervallen noch nicht beginnen, aber schon sehr bald. Es geht vorerst auch gar nicht darum, schon ein ganzes mikrotonales Werk aufzuführen, sondern es geht darum, die Grundlagen zu verstehen, um später darauf aufbauen zu können. Außerdem, wenn ich einen Ganzton im Unterricht erkläre und einen Halbton, dann kann ich auch gleich beginnen, einen Viertelton zu zeigen. Das geht eigentlich in einem. Und somit wird schon das Verständnis oder der Grundstein zum Verständnis für mikrotonale Musik gelegt. Überhaupt habe ich die Erfahrung gemacht, wer sich einmal dafür entschieden hat, ein mikrotonales Werk aufzuführen, der verliert auch schnell die Berührungsängste mit der Mikrotonalität. Und das ist bei jugendlichen Spielen genau gleich. Heißt das, dass Mikrotonalität im Musikunterricht in den Schulen bereits eingesetzt werden kann oder vielleicht auch sollte? Ja, auch im Musikunterricht können Mikrotöne sehr einfach als Hörübung generiert und vorgespielt werden. Ganz im Sinne eines Schulexperiments, wie es im Physik- und Chemieunterricht gang und gäbe ist. Das macht den Unterricht abwechslungsreich und erklärt den Terminus Mikrotonalität wie von selbst. Auch die hundertfache Unterteilung eines Halbtons in sogenannte Cents, also praktisch in Mini-Mikrointervalle, stellt eine sehr einfache mathematische Anwendung dar, die von jedem 11- oder 12-Jährigen verstanden wird. Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt im Instrumentalunterricht, um den Schülern Mikrotonalität näher zu bringen? Wenn man beispielsweise ein Saiteninstrument stimmen lernt, ist der beste Zeitpunkt, mit den Schülern über Mikrotonalität und Mikrointervalle zu sprechen. Das Stimmen ist ja nichts anderes als das Produzieren und Hören von Mikrointervallen. Für die Schulung des musikalischen Gehörs ist es sehr wichtig, Mikrointervalle hören zu lernen, weil das die Grundvoraussetzung für die Stimmen bedeutet. Das heute so beliebte Stimmgerät sollte dabei eigentlich nur im Nachhinein als Kontrolle verwendet werden, da ansonsten keine eigentliche Gehörschulung stattfinden kann. Lässt sich dein Unterrichtskonzept für jedes Instrument gleich gut anwenden? Was meine Unterrichtsmethodik anbetrifft, ist diese im Wesentlichen auf Saiteninstrumente ausgelegt. Gleiches gilt für meine Einführung in die mikrotonale Musik Ludus Microtonalis, die auf meiner Homepage siegfriedsteinkugler.at eingesehen werden kann. Hast du Beispiele für uns, wie du Mikrotonalität im Unterricht einsetzt? Ja, zum Beispiel Smaller Steps
für Gitarre Solo. Dieses Stück eignet sich für junge Gitarristen und Gitarristinnen etwa ab dem vierten Lernjahr. Für Smaller Steps ist eine eigene mikrotonale Stimmung vorgeschrieben. Diese Stimmung ist natürlich in den Noten angegeben und kann mit einem Stimmgerät oder einer passenden App mühelos hergestellt werden. Die Mikrotonalität wird hier durch die Skordatur erzielt, also durch das Umstimmen einzelner Saiten. Und zu Beginn des Stücks wird auch die Technik des Hinunterziehens der Saiten verwendet. Das ist für die Gitarre eine sehr typische Technik. Smaller Steps war jetzt ein Beispiel für Mikrotonalität auf der Gitarre. Wie setzt du Mikrotonalität bei Streichinstrumenten ein? In Driving Rondo für Violoncello Solo wird die Mikrotonalität durch Unterteilung der Chromatik erreicht. Eine einmalige Teilung des Halbtonschritts ergibt Vierteltöne. Eine Dreiteilung des Halbtons ergibt eine Sechsteltönigkeit. Diese Technik bringt in den tieferen Lagen, wo die Töne noch relativ weit auseinander liegen, gute Näherungswerte, sodass Fortschreitungen in Drittel-Halbtönen gut erkennbar werden.